Ich komme aus Köln, das ist in Deutschland. In Moskau seit 3 Wochen. Ich musste mich an meiner Universität bewerben und die haben mich dann ausgesucht und ja, seitdem bin ich hier. Mein Austauschprogramm ist an der Fakultät für Economics. Ja, ich denke, es ist ganz gut. Wir haben da ein umfangreiches Programm, viele Fächer und ich freue mich schon, dass es dann losgeht bald. Eigentlich studiere ich, obwohl ich aus Deutschland komme, studiere ich in der Schweiz. Ich studiere in St. Gallen an der HSG. Ja, bisher, das alles so ein bisschen familiärer ist, sehr, sehr kleine Gruppen. Man kann ja ein bisschen intensiver auch mit dem Professor diskutieren, als das in Deutschland oder vielleicht der Schweiz der Fall ist. Ich glaube, einer der größten Unterschiede ist so ein bisschen die Organisation. Also hier ist alles so ein bisschen eher lockerer und man hat noch nicht so direkt seinen Stundenplan. Ja, aber dafür, wie gesagt, eher kleinere Gruppen, in denen man vielleicht ein bisschen besser lernen kann, als jetzt in Deutschland, wo wir mit 500, 600 Leuten in einem Vorlesungssaal sind. Ich glaube, das ist für alle ein bisschen schwierig bei uns. Ist so ein bisschen an die ganze Security. Es gibt ja hier sehr, sehr viele Wachleute. Und das ist für uns einfach eine Situation, die wir nicht so kennen, aber langsam gewöhne ich mich dran. Ja, doch schon. Also sowohl mein Buddy, der mich abgeholt hat vom Flughafen, also auch ein paar russische Leute, aber auch viele aus der ganzen Welt, aus Spanien oder aus Frankreich. Und es sind ja auch viele Deutsche hier. Ich muss ehrlich sagen, sie gefallen mir sehr, sehr gut. Ist bisher sicherlich einer der besten Sachen an Moskau. Russische Frauen sind schon sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Also ich finde, mit viel Fleisch und sehr deftig gekocht, das gefällt mir sehr gut. Ja, zu Hause in Deutschland ist es ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Salat. Das gibt es ja hier auch, aber wir machen nicht alles so mit sehr viel Fleisch. Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Oh, das ist eine gemeine Frage. Ja, dann sage ich mal die russische. Wenn es frisch gekocht ist, ist die russische besser. Lecker Borscht. Alles. Das war alles. Ja, danke schon. Ja, vielen Dank. Danke. Russia.